Oha! Ist das der Bus zu deinem Herzen? Ja, bring mich in der Werkstatt. Jo. Oh, hallo. Hallo. Wer sind Sie denn? Ein Michelin-Männchen. Wie geht's dir? Mir geht's gut, und dir? Bisschen gestresst, aber sonst gut. Es ist so kalt, Junge. Ja, es ist echt schlimm. Also auch, wo ich da gesessen habe, ist also trotz Heizweste, T-Shirt und Pulli war mir so kalt. Abgebrochen. Digga, war schon wieder diese scheiß Sprachsteuerung vom Sena an, Alter. Irgendwann scheppere ich das Ding in die Tonne, ne, ehrlich. Riecht mich so auf. Boah, Digga, Alter. Kalt. Tschüss. Gestern waren noch 20 Grad, Alter. Ja, auch heute, als ich losgefahren bin, es ging voll. Nur dann, wo ich angefangen habe zu sitzen, war mir so kalt. Boah, ey. Siehst du diesen Gulli da oder diesen schwarzen Punkt? Du meinst das Ding da auf dem Boden? Ja, ne? Ja. Bis da Wettrennen, ohne Gas geben, also mit Füße. Okay, warte, ich muss meine Aufnahme noch starten. Moment. Dann fange ich nochmal von vorne an. Okay. Ey. Wettrennen, ja? Okay. Ohne Gas geben, also nur mit den Füßen laufen, wie Babyfahrrad. Bis zu diesem schwarzen Punkt da, der Gulli da. Okay. Wo der weiße Bordstein anfängt da. Okay. 3, 2, 1, 0. Okay, Bruder, ich hab reingeschissen. Scheiße. Okay. Warte. Gut, ja, Glückwunsch. Ja, aber gut, dein Motorrad wiegt, glaube ich, auch gefühlt das Doppelte. Ja, wollte ich auch gerade sagen. War halt nicht fair. Oh, du Mongo! Das war rot, Alter! Überall boah, diese schönen Kleider. Ich würde dich gerne mal in einem Kleid sehen. Ey, genau das wollte ich gerade auch sagen. Ich wollte gerade sagen, so in so einem Kleid sähst du aber auch gut aus. Geil. Auch ein geiler Blinker. Ja. Was war das denn? Oh, Alter! Frag mal, ob das der Bus zu deinem Herzen ist. Komm. Was? Bus zu deinem Herzen. Frag die, ist das der Bus zu deinem Herzen? Die Busstation. Ist das der Bus zu deinem Herzen? Ist das der Bus zu deinem Herzen? Nee. Gut, dass hier eine rote Ampel ist. Ich fahr schon mal ein Stück vor. Lalala. Der Bus zu deinem Herzen. Das hat halt auch gar keinen Sinn gemacht, einfach. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt 5 Runden im Kreisverkehr fahren. Das ist kein Problem für mich. Kennst du nicht das Video, wo ich eine Stunde durch den Kreisverkehr gefahren bin? Deswegen möchte ich das ja. Ja, das wäre jetzt das erste, oder? Nein, noch nicht. Okay, Entschuldigung. Jetzt. Okay, also ab da, wo du stehst. Ja. Hallo, nimm mir doch nicht die Vorfahrt, hallo! Gleich werde ich abgestochen. Wie viele hast du? 2 noch, ne? Jetzt noch 2. Ja, ich meine auch. Ich glaube, das ist die 3. oder 4. Oh, jetzt? Aber gut zu wissen, dass es jetzt den, wenn nicht du wär, wird. Geht dich alles gar nichts an, was das hier wird. Ich habe das jetzt so viel. Bin ich eigentlich fertig? Nein, du musst jetzt zu mir kommen, dann bist du fertig. Okay. Was geschieht denn hier? Ja, Bruder. Das findest du jetzt gut, ne? Ich finde das nicht gut. Oh, ja. Okay. Hast kurz gedacht, ich fahre über Rot, oder? Ich habe gedacht, was macht der jetzt? Hier vorne muss er aufpassen, da wird oft nicht gelasert. Da wird oft nicht gelasert? Ja. Okay. Boah, Digga, Alter! Bruder, ich hab gedacht, wer rennt denn jetzt hier lang? Ich hab das gar nicht gecheckt. Oh, das knallt jetzt. Immer geradeaus, immer geradeaus. Oh Gott. Genau wo die Ampel ist, fahren wir rechts auf den Bürgersteig. Vorsicht, Vorsicht! Ja? Aber die finde ich besser. Ist cooler, ne? Ja. Ja. Das ist halt Kindermotorrad, ne? Ja, bring mich in eine Werkstatt. Ja. Ja, Faust. Das ist hier eine
Das ist Hayabusa. Hayabusa? Ja. Oi. Ja. Und du hast da eine? S1000 RR. Lächerlich, oder? Lächerlich. Ja. Ja, wir sind Stuntfahrer. Stuntfighter. Ja, Fighter, genau. Ja. Ey, pass auf. Ja. Warte, ich krieg meine Handschuhe nicht an. Oder mach doch fertig, Alter. Ja, tschüss. Ah, Bruder. Ah, Junge, was war das denn? Oh, super, jetzt rechts. Genau, Schulterblick nicht vergessen. Super, klasse. Boah, Junge, der kam ganz schön nah, das war nicht schön. Ja, zum Glück hat er deine Hayabusa die ganze Zeit angemacht und ich meine S-Top. Schon weihnachtlich, boah, schon weihnachtlich. Mein Gott, Alter. Schon Wein. Ja, war doch richtig, oder? Alter, ich hab voll den Hänger. Scheißegal. Over and out, ich bin raus. Das war's dann mit dem Video. Oh. Wo oh, hast du das gerochen? Oh, oh, das ist geil. Zucker, Alter. Oh, das liebe ich ja. Deswegen liebe ich Weihnachtsmärkte. Ich hoffe, ihr könnt das riechen. Haha, könnt ihr nicht. Oh. Ich frage die mal da, wo es zum Weihnachtsmarkt geht. Hallo? Ist das der Weihnachtsmarkt? Also der da. Ja. Okay, danke. Ja. Okay. Kein Ding. Okay. Jawohl, Bruder. Ja. Ich hab ihn gerade fast umgefahren, scheiße. Nee. Also ja, Hebel. Spiegel, Kennzeichenhalter. Ja, Kette ist eine Bitte? Andere, aber das ist halt auch für das Motorrad. Dass da so ein bisschen so ein Darstellungsaspekt mit dazu kommt. Also dieses Interesse, sich darzustellen und ein bisschen cooler zu sein als die anderen, wenn ich das mal so hätte. So, ne? Ich stelle jetzt mal so einen Raum. Und damit einhergeht, heißt es dann auch im öffentlichen Straßenverkehr, ein Verhalten, genau, Geschwindigkeitsüberschreitung, das habe ich sie da einmal kurz in einer Szene gesehen, wo sie auf Autobahnen einmal kurz die Hände nicht am Lenker haben, damit fängt es an, dann irgendwann sind beide Reifen auf dem Boden, dann geht es weiter, ja, vor allem natürlich, wenn sie noch schön den Instagram-Link mit sich auf dem Helm haben, geht es schon wieder weiter, diese darstellerische Geschichte, weil das ist jetzt an sich auch nur so eine belehrende Geschichte, dass sie einfach mal darauf achten. Weil ich dachte, die Aufnahmen für sich können sie machen. Ja. Deswegen ist, die haben halt einfach gemerkt, dass sie nichts finden bei uns und deswegen haben sie dann gemeint, uns zu belehren, Thema Kamera. Ach, die haben das extra gemacht, da ihre Show. Das siehst du ja schon daran, dass sie da eine Show gemacht haben, allein schon, weil ich am Film war und er dann irgendwann sagte, filmen sie oder mach mal die Kamera aus und dann habe ich ja ausgemacht, er hat ja nicht mal gesagt, ich soll das löschen, so weißt du. Ja. Der wollte einfach nur irgendwas sagen, wie du schon sagtest, die haben nichts gefunden, dann muss man halt wenigstens mal so eine Standpauke halten. Naja, sollen sie mal machen, die sollen ja auch ein bisschen Spaß an ihrer Arbeit haben, ne? Genau. Und die waren ja nett, also von mir aus hätte ich mich auch noch eine halbe Stunde mit dem unterhalten, wenn er dann, das ist richtig, ja. Wenn er dann also glücklich gewesen wäre. Ich würde sagen, wir beenden das Video an der Stelle und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute, ciao.